upcycling. We make a mold plastic press for a coaster. So, mit meinem Schredder bin ich sehr zufrieden. Ist zwar ein bisschen groß, aber er funktioniert sehr gut. In diesem Video werde ich eine Form machen für Upcycling für einen Untersetzer. Die Form besteht aus drei Teilen: dem Unterteil, dem Pressteil und dem Mittelteil, was die Form ergibt. Mit dem Unterteil fangen wir erst einmal an. Zuerst plane ich beide Seiten, damit das nachher auch gut aufliegt, das Werkstück. Der Durchmesser ist 110 mm. Von einer Seite werde ich 2 mm von den Seiten abnehmen, damit später eine kleine Kante bei dem Untersetzer entsteht. Der Untersetzer wird später 90 mm im Durchmesser. Die Scheibe, die ich gerade am Planen bin, hat einen Durchmesser von 110 mm. Nun drehe ich 3 mm von der Scheibe ab, bis die einen Durchmesser von 90 mm hat. Nun teste ich mal, ob ich die 90 mm erreicht habe. Aber wie ich sehe, fehlen dann noch ein paar Zehntel Millimeterchen. Die werde ich jetzt nochmal eine Lage abdrehen. So, nun drehe ich nochmal ein Zehntel Millimeter runter. Aber wie ich festgestellt habe, ist das ein Zehntel immer noch zu wenig. So werde ich nochmal ein Zehntel Millimeter runternehmen und hoffe, dass es dann passt. So, es passt immer noch nicht. Also werden wir nochmal ein Zehntel Millimeter runternehmen. So, nun habe ich mal die Kameraeinstellung geändert und probiere nochmal, ob es jetzt drauf passt. Und wie ihr sehen könnt, passt es genau drauf von beiden Seiten. Nun nehme ich von dem Durchmesser nochmal 2 mm ab und 3 mm in der Tiefe. Das hat den Grund, ich würde gerne an dem Untersetzer ringsum eine kleine Kante haben, wo später das Wasser stehen bleibt, wenn mal was verschüttet wird. So, damit die Tasse oder das Glas später trocken steht, mache ich es alles kleine Rillen. Im Abstand von 10 mm in das Unterteil rein. Die Rillen sind später in unserem Untersetzen erhaben und sorgen dafür, dass das Glas und die Tasse immer trocken steht. Da ich nur eine kleine Drehbank habe, dauert das schon ein bisschen länger. Manchmal quält sie sich auch ein bisschen, man kann es dann hören. Das ist nun die letzte Rille. Damit ist das Unterteil fast fertig. Ich werde es jetzt noch über ein Schleifband ziehen, damit die ganzen Grade, die beim Drehen entstanden sind, wegkommen.
schalte ich das Unterteil mal kurz auf das Schleifband, damit alle gerade werden. Das hat er noch nicht vorne. Ich muss es später noch polieren. Dann wird die Oberfläche jetzt schon mal ein bisschen besser. Nach dem Schleifen geht es jetzt ab zum Polieren. Wie ihr seht, ist es schon fast glatt. So, zuerst gehe ich noch mit dem Fächerschleifer darüber und glätte die Oberfläche noch ein bisschen. Mit meinem Dremel an der biegsamen Welle geht das sehr gut. Das braucht natürlich seine Zeit. Ich werde jetzt mal einen Schnitt machen und dann seht ihr gleich, wenn ich am Polieren bin. Das Ganze nochmal über 240er Schleifleinen, damit die Oberfläche schon ein bisschen besser wird. Nun schleife ich mit Filzenwachs. Das braucht natürlich seine Zeit. Aber wir wollen es nicht übertreiben für die erste Form. Das braucht nicht hochglänzend zu sein. Nun poliere ich die Kante. Die ist natürlich sehr wichtig, damit das Material sich später auch gut entformen lässt. Wenn da ein Grat dran ist, dann wird später das Plastik immer an der Kante hängen bleiben. Also genau arbeiten. So eine Form, die ist nicht in einer Stunde gemacht. Für diese Form rechne ich zwischen 15 und 20 Arbeitsstunden. Nun schaue ich, ob der Mittelring, wo später die Plastikschnipsel reinkommen, auch gut drauf passt und alles dicht ist. Der Mittelteil passt drauf, aber liegt nicht 100% auf. Ich werde ihn von beiden Seiten nochmal planen. Nachdem er von beiden Seiten neu geplant ist, sollte er auch gut passen und alles dicht abschließen. Das ist nun der erste Teil von unserem Formenbau. Wenn euch das Video gefallen hat,
würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentarzeile.